So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play WWE 2K16. Meine Karriere mit Axel, The Sonnenbrand, Tischer, ne? The X-Man, Alexander Wolf, können nennen, wie ihr wollt. Wir haben eine krasse Fehde, eine krasse Rivalität mit Finn Balor. Und hoffentlich haben wir irgendwann mal ein Match gegen ihn um den NXT-Titel. Wir haben es öfteren jetzt schon ein Match gegen ihn gehabt, auch schon mit vollem unfairen Vorteil für ihn, dass er keine Konter-Slot-Begrenzung hatte, wir aber schon. Wir haben jetzt wieder ein Match gegen ihn und wir sind Number One Contender und ich hoffe dafür, das heißt jetzt, dass unsere Fehde gleichwertig ist und er jetzt keinen krassen Vorteil hat. So, und ich hoffe nicht, dass wenn ich jetzt verliere, dass die Fehde dann automatisch vorbei ist, weil so funktionieren Fehden nicht. So, wir sparen auch noch bei den SP, bei den Skillpunkten, bei Talentpunkten auf 600 oder was wollen wir haben? Wir wollen nämlich Pin-Kombo haben, oder ich glaube 500 brauchen wir dafür, gucken wir mal, bei den Skills, nee, fuck, bei den Abilities war das. Pin-Kombo kostet 560, alles klar. Gut, da brauchen wir noch eine Runde, wir haben Paige als Manager, ah, warte mal, für das Match, warte, für das Match stelle ich mir jetzt über Paige ein, tut mir leid, so schnell werden wir sowieso nicht, hier, aber wir müssen anscheinend richtig feige werden, damit wir Face werden, weil wir, wie wir anscheinend rausgekriegt haben, ist unsere Major Personality, oben steht ja Bold, also mutig, wir müssen aber feige werden, so. Und wir haben drei Persönlichkeitszüge, die voll healisch sind und einen, der es nicht ist. Und zwar, die sind neutral. So, und nur der eine zählt anscheinend da genug, dass wir Face sind. Und das finde ich voll scheiße. Also, okay, mit Paige am Start gegen Finn Balor und den Wish me luck, Friends. Wish me luck. Ey, bitte. Franz, du musst feige sein, um fähig zu werden. Nein, Heal. Vielleicht habe ich kurz Mist erzählt. Ah, ja. Leute im Chat zeigen selbst ihre Frustration über das Heal-Face-System. Kommen damit nicht klar. Aber bin ich anscheinend nicht alleine. Oh, run it! Jawohl! Wie läuft er? Er läuft wie eine Diva, aber ist egal. Luther's Press! Nice! Geil! Ich hoffe mal. Okay, er hat Corner Slots, ich hab Corner Slots. Here we go! Das wird ein Spaß! Nein! Mist. Vielleicht kann ich auch wieder Submission gewinnen. So, okay. Voll den krass unfairen Vorteil, den wir den Signature Move schon mal voraus haben. Problem ist, sobald er einmal kontert. Das war. Wir könnten provozieren, ist aber doof, weil dann switchen wir direkt rüber. Ich wollte jetzt eigentlich den Finisher machen. So, pass auf. Ich gehe jetzt direkt hier. German, 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 German. Jawohl. Die Germans gehen durch. Nummer 1. So, wie kann man auch sowas nach Face sein? Weiß ich nicht. Jetzt könnte ich direkt die Leierbombe ausführen. Erstmal gucken, wie viel Schaden wir ihm gemacht haben. Nice. Aber auf. Guck mal, beim letzten Mal. Nein! Nicht die Submission! Nicht die Submission! Finn Balor! Okay, mal Bodenrappel. Aua! Das tut immer weh! Ich kenne es! Ich kenne es! Nein! Komm zurück! Das Ding ist, Bodenrappel ist konnte er gerne. Mal hier. Doch nicht. So, 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 komm, komm, scheiße, Mist, so ne Kacke, so ne, ich hab's gleich, Freunde, ich hab's gleich, jetzt, oh, jetzt, eine Erdlosschleife! Yes. Leute! Vor euch steht der Submission Master. Vor euch. Verneigt euch. Verneigt euch, meine Freunde. Er hat auch den. Was ein scheiß Bild! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber die Submission-Sequenz war sehr spannend. Winner,
Guck mal, da können wir sogar noch ein Match hier machen. Geil. Lackluster. Hm. Vielleicht dürfen wir ja kurz mal mit René Young reden. Ja, ja, wir müssen uns das krasse Match für den Pay-Per-View aufheben. Du bekommst noch Punkte für Drama. Ja, so, so, so sollte ja sein. Lang lebe Submission King Franz, ich denke auch. Ach, das war ja gut. Das war ja gut. So, das ist im Prinzip genau das, was ich euch versucht habe, in der letzten Episode am Ende zu erklären. Hm. Nun komm. Aber wir sind noch in der Ferien mit ihm. Na, immerhin. Freunde. Gut, dann kann ich Page jetzt wieder wegmachen. Oder dürfen wir es wieder gegen Bella antreten? Oder wird... Ich glaub's nicht. Direkt das Rematch. So. Ich glaube, wir sind jetzt in der richtigen Fehde mit ihm. Hauen wir mal unsere gute Page jetzt raus. Komm. Manager. Raus. Guck mal, wir sind jetzt so krass drauf. Das ist so bescheuert. So bescheuert. So. Okay, mein Match gegen Finn Bálor. Auf geht's. Mal sehen, ob wieder jemand angreift. Okay, das wird interessant. Freunde. Den Sieg holen wir uns. Komm, greif an, wieder Vorteil. Ey, komm, rüber nicht weg. Wie lustig war das denn? Die Sequenz eine Minute lang in dem scheiß Minispiel gefangen. Nee, geht ganz normal los. Ohne Pages am Start. Gleiche Voraussetzungen. Wir starten durch. Chain Grappling. Okay. Fängt also etwas normaler an. Als gerade noch. Alter, pass mal auf hier. Hier. Du weißt, ich besser bin im Chain Grappling als du. Hm. So. Guck mal, Leute. Soll ich mal direkt für die Submission gehen? Ah, der war so super! Ey, wie schnell, Alter, wie schnell kam er denn klar hier? Nee. Gott. Oh, hör mal auf hier. Scheiße. Oh, fuck, Pelé-Kick auch noch! Du fährst, ja. Nee, doch nicht. Yeah, spür den Stahl. Und hurra, hurra. Submission Master, der ist da. So, nochmal taunten. Ich glaube, das reicht. Knapp wird es. Nee, hat nicht gereicht. Das war wirklich knapp. Das war wirklich knapp. Okay. Ja. Komm. Gut. Come on. Nein. Hier. Zack. Back Suplex. Hier, guck mal. Kennedy Move noch? Mist. Komm. Wäre lustig geworden. Aber wenigstens verliere ich nicht mehr sofort. Das muss ich bloß noch lernen, wie man aus Submissions rauskommt. Ja. So, nochmal. Scheiße! Kacke. Das wär echt lustig gewesen. Oh, komm schon. Not today, too fast. So, wir haben ihn noch nicht mal auf gelb eben. Dauert noch ein Weilchen. Kriegen wir aber hin. Machen wir eins Submission. Quatsch, machen wir eins Signature Move. Guck mal, jetzt ist mein ganzes Gehirn voll nur mit Submissions, ey. Ja, schön. Das geht ja. Hör doch nicht auf, ne? Hier, Running Aktion. German. Guck mal, haben wir schon einen Stern. Anderthalb Sterne. Zack. Okay, Camel Clutch. Camel Clutch, my friend. Scheiße, ist keiner hingekommen. Das wäre aber gewesen. Nee.
He's doing everything he can to get his bearings back here. Otherwise, this match could be over sooner. Could have anticipated. Yeah, Cole, this is nein, mein Freund. Nein. So, hier, komm. Tritt rauf. Kurz warten. Connor Leiste auffüllen lassen. Und dann, Bella, dann bist du dran. Komm wieder zurück. Nice. Belly to Belly. Taunt. Bisschen. Oh, komm. Ein bisschen länger liegen. Jawohl. Running Aktion. Das wird nämlich. Wir sind nämlich alle schneller da. Am Hebel. So. Hier. Das ist der Running Next Snap. Next Snap, den wir eingestellt haben. Erinnert euch. Wir machen Exploder. Sobald wir die Gelegenheit dazu haben. Wenn der aber durchgeht. Sieht gut aus. Okay. Wir haben noch Gelb. Ob das reicht? Miss Colin, er! Ja, er hat Comeback. Setzt da sogar ein. Nee. Nee, setzt er gar nicht ein. Warum macht er denn seine Comeback-Sequenz nicht? Die hat er nicht allzu lange. Das ist ja der Sinn von dieser Comeback-Sequenz, die nur limitiert, auf limitierte Art und Weise vorhanden ist. Connor, er. Und er hat sein Comeback verloren. Vollidiot. Okay. Den Finisher können wir jetzt machen. Bevor er. Na, was anderes. Moment. Drehen. That's a textbook maneuver. So, jetzt aber. Hier so in die Nähe. Nein, es liegt da auch noch falsch. Es liegt da voll scheiße. So. So. Und jetzt geht's ab, Freunde. Auf geht's. Auf geht's. Und du hast verloren, mein Freund. Jetzt bin ich aber on fire, Freunde, oder was? Jetzt bin ich aber on fire. Scheiße auf die Liger, boah, Boston Crab ist mein Style. Gut. Ja, 3,5 Sterne. Können wir jetzt ein Interview oder so haben? Na, wir brauchen noch ca. 100 Punkte, dann können wir uns die Pin-Kombo holen. Dann können wir uns die Pin-Kombo holen. Gucken wir mal. Du willst halt Submissions, die man mal schaffe, dauert ja immer eine Ewigkeit und ist natürlich doof für Triple Threats. Chrisander, Jerry Wolf, ja, auch sehr schön. Name. Nix zu machen hier. Immer noch eine Fehde mit ihm, gefällt mir. Wieder bei NXT. Vielleicht nochmal ein Match gegen Berla? No. Gegen einen alten Bekannten. Das könnte interessant werden. Hat Berla denn ein Match, wo wir eingreifen können? Ja. Ah, das wird nur eine Cutscene. Okay, Freunde. Da sehen wir dann also beim nächsten Mal in der nächsten Folge. Und wenn das gut geht, haben wir dann auch genug TP, SP, um uns die Fähigkeit zu kaufen, damit wir Pin-Kombos machen können. Ne? Nicht vergessen, Daumen zu geben, ne? Airblock auszuschalten. Support! Für den bin ich immer dankbar. Link unten in der Videobeschreibung oder links unten in der Videobeschreibung. Oder ihr findet in der Videobeschreibung ein paar Links, URLs, die könnt ihr anklicken. Und da findet ihr Wege, wie ihr mich auch supporten wollt. Könnt, wenn ihr wollt. Am liebsten sind wir die Superfriends, die mich monatlich unterstützen. Ihr könnt dafür meine Videos auf YouTube früher sehen als alle anderen. Nicht vergessen. Und bis dahin sehen wir uns nachher wieder um 18 Uhr, wenn mich alles täuscht. Haut rein.